weiß nicht, ob ich das schaffen kann. Was meinst du? Ob ich es überhaupt versuchen soll? Oh nee, das ist alles so doof. Ach nee, ich weiß nicht, ich habe noch viel. Ich habe jetzt geübt und dann klappt es nicht und... Ja. Das war jetzt nur ein ganz kleines Beispiel der Selbstzweifel. Diese Selbstzweifel gibt es ja in einer normalen Form und dann auch in einer sehr starken Form. Der normale Selbstzweifel, den haben wir alle. Das ist ja ganz normal. Mal größer, mal kleiner, mal mehr, mal weniger. Da der Zweifler da oben drin, den haben wir ja schon in anderen Videos angesprochen. Der ist manchmal ganz schön laut. Mit dem müssen wir dann auch erstmal fertig werden. Kommen wir dann gleich noch zu. Aber dann gibt es noch diese Selbstzweifel nach einer Entgleisung. Und die sind sehr massiv. Beispiel Drogenmissbrauch oder auch mal Alkoholmissbrauch. Man war richtig besoffen, hat vielleicht richtig dummes Zeug gemacht und man ist sogar aufgefallen mit der ganzen Geschichte. Und jetzt muss ich am Montag wieder in die Schule und dann wird darüber geredet. Da wird über mich geredet. Oder. Es gibt ja ganz, ganz viele Situationsmöglichkeiten, die dir vielleicht schon passiert sind. Ja, und uns auch, ne? Oh ja. Fangen wir erstmal mit dem ganz normalen Selbstzweifel an. Was kann man denn da machen, um diesen Selbstzweifel ein bisschen besser in den Griff zu kriegen, beziehungsweise da mal rauszukommen, dass man nicht immer andauernd an sich selbst hier rumzweifelt? Ja, also... Ach, grüß dich, Kerstin übrigens. Schön, dass du da bist. Hallo. Ja, bei den Selbstzweifeln, also sehr hilfreich ist es, wenn ich mir einfach selber aufschreibe, welche kleinen Erfolge ich schon alle hatte. Aufschreiben. Weil dann kann man ja schon sehen, dass ich gar nicht so viel an mir selber zweifeln muss, dass ich auch schon vieles fertig gekriegt habe, dass ich auch schon einen Weg bereitet habe für mich. Und erinnere dich daran, schreib es dir mal auf, damit du nicht an dir selber zweifelst, damit du siehst, dass du auch deine Stärken hast, nicht nur Schwächen hast. Und mach dich damit stark, mach dir das bewusst, schau immer weiter zurück, was du schon alles geschafft hast und wo du jetzt gerade stehst. Auch wenn du immer Missbock gemacht hast oder Selbstzweifel hast, ja klar, die haben wir immer und die dürfen auch mal da sein. Und es heißt dann auch, man darf es auch einfach mal akzeptieren, dass mal welche da sind. Wir können ja nicht immer nur perfekt sein und nicht immer nur der Macher sein, sondern wir dürfen auch einfach mal sagen, okay, jetzt klappt's mal nicht und es war es vielleicht mal einfach nicht richtig so gut gelaufen. Ja, das ist aber auch selbstverständlich und es kann nicht immer alles nur hundertprozentig laufen. Das sind auch Erfahrungen, die wir dann sammeln. Das gehört einfach dann dazu und wichtig ist auch, sich nicht mit anderen zu vergleichen. Das geht überhaupt nicht, weil du bist so, wie du bist und du bist gut, so wie du bist. Und das ist ganz wichtig und das will ich dir auch ganz eindringlich ans Herz legen. Du bist gut, so wie du bist, wirklich. Du brauchst keine Selbstzweifel zu haben. Fokussiere dich auf das Gute, auf das, was du schon alles geschafft hast, was du alles schon erreicht hast. So kommst du auch wieder raus aus deinen Selbstzweifeln. Mach es dir wirklich bewusst, schreibe es dir auf, weil dann kannst du damit auch ganz anders umgehen, wenn du es dir bewusst machst, was du schon alles erreicht hast, was du alles schaffen kannst und auch geschafft hast. Und darauf kannst du dann ja auch aufbauen. Und so ist der Weg ja auch schon da. Wo kommen diese Selbstzweifel eigentlich überhaupt her? Wird uns das nicht letztendlich von irgendjemandem vorgelebt? Ja, das ist es ja. Man vergleicht sich mit anderen oder es wird von anderen auch gefordert. Und das ist auch nicht gesund. Das, ne, man ist ja so richtig, wie man ist. Man muss ja nicht immer so funktionieren, wie andere es haben wollen. Das ist nicht in Ordnung. Also jeder funktioniert anders. Das ist so. Dann kommen wir jetzt mal zum Fiasko. Also, gestern ist richtig was schiefgegangen. Und ich weiß genau, wenn ich jetzt morgen zur Schule gehe, oha, werden alle gucken, es wird richtig die Post abgehen. Jetzt kann man natürlich dann als Mensch in die Opferrolle gehen und dann so dahin gehen. Man kann aber auch einfach mal sich die Situation nochmal herholen und sagen, Alter, das war zwar richtig daneben gestern, aber du hast es überlebt, du hast es geschafft. Du hast tatsächlich mal richtig Bock missgebaut
Und ja, war nicht gut, aber darauf kann ich jetzt auch mal stolz drauf sein. Und man kann tatsächlich dann mal, je nachdem, wie die alle gucken, weil sie einen auslachen, schimpfen wollen, was machen, dann mit erhobener Nase und einem Lächeln über den Schulhof gehen und sagen, Leute, klar, ich missgebaut. Mach mir das erstmal nach. Um in diesem Selbstbewusstsein zu sein, was man dann ausstrahlt, und dann hat das eine ganz andere Wirkung, als wenn man in dieser Opferrolle dann so, dann geht hoffentlich guck keiner alle und Theater machen. Aber wenn du dann so das ausstrahlst, ne, stolz drauf. Ja, war Mist, okay, würde ich nicht wieder machen. Auch okay. Aber ich habe es gemacht. Ich bin da durchgegangen und ich habe daraus gelernt. Zum Beispiel. Hast du noch eine Idee? Ja, also dann stell dir einfach auch wie in einem Film vor, was du dir wünschst für den nächsten Tag, was du gerne haben möchtest, wie sich dieser Film im Schulhof, wie auch immer, sich abspielt. Weil da kannst du dann schon selber mit erhobener Nase dann halt dir vorstellen, wie du da durchläufst. Mach das wirklich, mach dir das zu einem Film. Und es ist auch ganz wichtig, über sich selber zu lachen, wenn man mal richtig Missbock gemacht hat, weil das kann ich auch gut. Wenn ich Missbock mache, ich lache über mich selber, wirklich. Egal, was ich mache. Und wenn ich mal einen ganzen Kaffee über den Küchentisch verschüttet habe, ja, dann muss ich über mich selber lachen, wenn ich sowas Blödes mache, wenn ich gerade auch noch Besuch da natürlich sitzen habe. Ne? Aber lach auch dann einfach mal über dich selber. Spring über deinen eigenen Schatten, lach über dich selber, weil dann ist dieses ganze Schwere, ist dann da endlich mal raus. Dieses Gefühl der Schwere, diese Selbstzweifel. Das ist dann raus, weil wir müssen auch mal über uns selber lachen. Klar machen wir Missbock. Und nicht nur einmal, das machen wir auch wohl öfter. Da habe ich auch oft genug gemacht. Ja, da musste ich auch drüber stehen. Dann habe ich auch einfach drüber gelächelt. Ja, ist zwar nicht gerade so einfach, aber das ist erstmal die eigene beste Abwehr. Ist das erstmal, damit man nicht von außen so angeprangert wird. Also, ja, Kopf hoch, lächeln und ja. Dann macht man es natürlich nicht noch einmal. Einmal reicht ja. Aber kommt vor, passiert schon mal. Wir sind ja nicht perfekt. Und da kommen wir dazu einem ganz wichtigen Aspekt, nämlich in dem Moment, was mache ich in diesem Moment? In diesem Moment übernehme ich die Verantwortung für mein Handeln selbst. Ich übernehme also Selbstverantwortung. Ich stehe dazu. Ja, ich habe Bockmist gebaut. Und das ist ein ganz tolles Gefühl, obwohl das Mist war, was ich da gestern gemacht habe. Und ich würde es auch mit Sicherheit nicht wieder machen, weil das ist so peinlich gewesen, voll daneben. Aber egal, ich habe es gemacht, es ist vorbei, ich kann es eh nicht mehr rückgängig machen, das geht nicht. Kann ich jetzt aber auch stolz darauf sein und den Weg gehen. Ja, und wichtig ist auch, den Weg, den du gehst, entscheide dich. Entscheide dich für dich selbst, indem du dir sagst, wenn du dich neu entscheiden willst, ich entscheide mich neu. Ich entscheide mich für einen glücklichen und erfolgreichen Weg. Es ist ganz wichtig, sich selber zu sagen, wofür man sich entscheidet und das selber auch mal annimmt, dass man einen glücklichen und erfolgreichen Weg haben darf. Weil das vergessen wir immer. Wir wünschen uns immer alles Mögliche, aber annehmen vorher, das haben wir nicht gelernt. Und das ist so wichtig für uns. Nimm vorher schon an, was du dir wünschst. Nimm es an, dass es da sein darf. Ja, deine wahre Größe, die darf da sein. Dein Weg darf da sein und nimm Selbstverantwortung. Nimm Selbstverantwortung in deine eigene Hand, weil es ist dein Weg und dein Leben. Und entscheide du für dich, was du willst. Du bist dein eigener Schöpfer. Und deswegen sage dir, ich entscheide mich für ein glückliches, erfolgreiches Leben. Und dann öffnen sich Türen. Es öffnen sich Türen. Definitiv. Oh ja. Super. Danke, Kerstin. Gerne. Danke dir, dass du zugeguckt hast und dass du uns vielleicht sogar jetzt nochmal eine neue Frage stellst. Schreib es einfach unten in die Kommentare oder schreib uns eine E-Mail, wenn es zu persönlich ist. Das ist vollkommen in Ordnung. Adresse habe ich in die Videobeschreibung hineingepackt. Und jetzt übernimm selbst die Verantwortung für dein Handeln. Du kannst das, du schaffst das, denn genau deswegen bist du ja jetzt gerade hier. Du lebst genau deswegen jetzt hier, um das zu machen, um deinen Weg zu gehen. Und wir glauben an dich.